Manche liebe Leute. Und willkommen zu Escape Room. Hallihallo. Mit Nicole wieder mal. Und das Geld ist spa- Oh. Okay. Wir sind eingeschlossen. Aha. Bist du schon drin? Also bist du auch? Ah, ja, okay. Hi. Ah, ja, jetzt sehe ich dich. Ah, es gibt eigentlich ein Intro. Kennst du das? Nee, in dem Fall nicht. Nö. Alles klar, das habe ich noch gespielt gehabt. Es Okay. gibt, also du kannst sehr viel hier bewegen. Je nachdem, linke oder rechte Maustaste haben unterschiedliche Funktionen. Es wird dir aber immer angezeigt. Also es ist ein bisschen tricky, denke ich schon, dass man mal drin ist. Also du kannst hier wirklich sehr viele Sachen aufheben, nehmen, drehen, zoomen und. Wollen wir mal testen, ob du eine Brille brauchst? Eine Brille. Ja. A, B, C, D, E, F, Ah. G Das ist und R. alphabetisch. Ja, ich weiß. Ich hab's auch gemacht. Warte, wie ging das nochmal in die Hocke? Shift, Control meine ich. Ah. Okay, ja, das sieht übelst unbequem aus. Dass du das in den engen Jeans schaffst, ne? Bis Props. es dann geht. Ja, bis es heißt. Oh, da ist ein Schlüssel in der Vase. Kann ich die kaputt machen, die Vase? Irgendwie kann man die nicht. Also ich habe das auch immer schon probiert. Was ist das? Mauskratzer. Kalong-Vase, 14. bis 16. Jahrhundert. Die hat aber lange gedauert zu machen. Oh, da ist was unten drauf. Zum Glück habe ich die fallen lassen, die Schüssel. Nein, ich bin nicht frustriert, ich brauche keinen Tipp. Also irgendwie kann man die Sachen auch drehen und verkehrt hinlegen, aber irgendwie war ich zu doof dafür. Also, warte, das ist die 3. Ich glaube. Oh, oder es kann sein, dass man das. Ah, warte, hier ist doch das Alphabet, oder? Vielleicht müssen wir sie dem Alphabet nach und dann die Zahlen dementsprechend reintun. A, B, C, D, I, F, G, H, I. I ist das erste. Hier wäre eine Tabelle, auf der man sehen könnte. Ich müsste es mal laut sagen. Macht nichts, ich bin genauso. Goddammit. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S. Das heißt 3702. 2. Oh! Haha. Dass ich mit der Taschenlampe hier nichts anleuchten kann. Macht mich irgendwie traurig. Ha. Oh! Wo ich einfach davon ausgehe, dass wir das irgendwie richtig sortieren müssen oder so. Kann ich das B kaputt machen, sodass der Dings bricht? Nee. Gute Frage. Also die Vase ging nicht zum kaputt machen, das weiß ich. Aber weißt du, was es sein könnte? Was denn? Dass der Code 8. Dass der Code 8. Eine wilde Sammlung von Geschirr, da passt ja fast nichts zusammen. Also, danke. Also, die haben ja alle Zahlen. Die oberen, die passen immer zwei zusammen, drei, vier und sieben und acht bei den Tassen. Und unten bei den Tellern haben wir die Zahlen 1, 2, 3, 4. Also die 3 und die 4 ist doppelt. Aber das sind die unterschiedlichen Farben. Die passen nicht zusammen. Sonst gibt es immer eine Tasse zum Teller. Immer passend das Paar. Schon gedacht, ob die dunkle vielleicht nicht reinpasst. Also das ergibt ja auch keinen Sinn, da brauchen wir vier Zahlen. Und so wie wir es vorhin sortiert hatten, hätten die Tassen ja miteinander gepasst, ne?
machen jetzt die Reihenfolge. Tischlein, deck dich. Ne? Haben die Stühle eine Nummer? Nee, oder? Die kann man nicht bewegen. Hm. Also die 3 und die 4 ist doppelt. Wenn wir die jetzt rausnehmen, bleiben uns die Zahlen 8, 7, 2 und 1. Hm. Also es müssen da irgendwo 4 Zahlen auf jeden Fall richtig sein. Mhm. Nur wie? Nur wissen wir nicht, welche wie. Hm? Vielleicht sagen die Unterteller, in welche Reihenfolge die Tassen gehören. Sind wir bei den Karten vorher? Erste, 5, 2, so und so? Haben wir, aber das haben wir doch vorhin so gemacht. Ja, bei den Tellern hast du die Zahlen 1, 2, 3, 4. Mhm. Bei den Tassen 8, 4, 7, 3. Und wenn du jetzt immer die gleichen Muster zueinander stellst. Ich habe die Zahlen nämlich hier aufgeschrieben mit den Tellern. Mhm. Dann ist die erste Zahl die 7. Ja, aber das haben wir ja vorhin so eingegeben, oder? Nee, hä? Das war vorhin die ganze Zeit meine Idee. Ich habe gedacht, du hast das auch so. Aha. Ah, nee, noch nicht. Ich dachte die ganze Zeit, das haben wir schon probiert so. Ich dachte, das... Nee, ich habe das noch nicht fertig sortiert gehabt. Ja doch, ich dachte eben, dass wir das schon lange so gemacht haben. Deshalb habe ich nicht verstanden, warum, so. Wie man das sonst machen soll. Ist off? Ja, es hätte so funktioniert, wie ich gedacht... Blondine, lassen grüßen. Ja, halt echt. Was ist da drin? Ah, das Spiel hier hat der Finn auch. Hab den Schlüssel draußen. Was? Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab den Fischerhaken gebraucht und mit dem Magnet den Schlüssel rausgezogen. Tada! Und ich spiel mit dem Pappkarton. 5? Uhuhuhuhu. Was ist drin? Haare. Oh. Na bravo. Und die gehören sicher zu Daphne und den Leuten euch. Das würde aber hinkommen. Das wären dann 5 Zahlen. Schau, das wären 5 Zahlen dann. Das heißt, das wäre... Ich will die letzte Rolle. Danke. Ha! Oho! Okay. Dann können die anderen Frauen... Brechstange, Brechstange, Brechstange. Das ist ein Imbus. Das ist ein Imbusschlüssel. Oh, ja, es ist ein... Geile Brechstange, das ist ein klein. Das ist ein Imbusschlüssel. Aber was machen wir jetzt mit dem Bild? Stellen wir aufs Tisch, das haben wir ja noch nicht gebraucht. Okay, das ist ein Schalter, den wir hier hinterher switchen können. Ja, sag ich. Das ist ein Schalter. Da, keine Ahnung. Der bewegt sich auf einmal. Oh, Secret Passage. Weil da kommen wir noch nicht durch. Oh, das ist ein bisschen creepy hier drunten. Oh Gott. Ah, ups, was habe ich jetzt gemacht? Zugeschoben. Siehst du, was ich meine? Hat schon ein bisschen... Verstehe ich das mit dem kranken Kollegen? Ja, sag ich doch. Chloroform, Ibuprofen. Oh, Chloroform? Ja. Ein bisschen im Psycho, wissen wir ja mittlerweile. Ja. Ich kann den Totenkopf runternehmen. Es ist ein Kürbis, aber... Okay. Für noch mehr Chloroform. Und ein Walkie-Talkie. Walkie-Talkie? Oder was es auch immer ist. Haben wir das Opfer. Aber ich weiß echt nicht, was das für ein Gerät ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Walkie-Talkie ist, wenn ich das so anschaue. Oh! Ich habe ein Loch gesucht. Mhm. Ich habe eins gefunden. Hast du das jetzt ehrlich gesehen? Das Loch hier unten? Ja. Bei den Perücken? Ich habe das nicht gesehen. Ich bin alles abgelaufen, bis ich die Hilfe geklickt habe. Da ist ein Loch im Rohr. Und ich komme zurück. Erstes, wo ich sehe, da ist ein Loch, by the way. Okay. Ein Stalker, ein Verrückter. Ja, der anscheinend seine Opfer nachher zu Perücken macht. Ja. Oh. Aber ich glaube, das hat hier... Oh! Was war's jetzt? Frag mich nicht, ich bin einfach auf das 6 geswitcht und dann alle Buchstaben durch. Ah. Aber es hat gestummt mit den Straßen und so von dem her.
Okay, das Alles klar. ist ein. Was war da drin? Nüt. Doch, da war was drin. Ich hab's schon Ach so. rausgelegt. Da, das kleine Dings da auf dem Tisch. Das ist die Karte. Komm mal raus. Als ob wir jetzt schon raus sind. Da sind doch noch so viele Rätsel zum Lösen. Oh, lol. Hä, aber wir hatten ja noch offene. Ha? Wir noch Rätsel? Ich hatte das Gefühl, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Du bist entkommen. Noch unter dem Eindruck der Entdeckungen rufst du die Polizei an und teilst ihnen alle Informationen mit. Die Beamten machen sich sofort auf die Suche nach deinem Kollegen und stellen ihn bei dem Versuch, in Barbaras Strandhaus einzudringen. Er wird verhaftet und hat eine saftige 2-monatige Haft. 2 Monate? Nicht besonders viel. Nicht besonders viel, wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich all die Frauen für ihre Haare da umgebracht hat. Ja, für den kranken Stalker auf jeden Fall. Ja. Barbara ist dir sehr dankbar und lädt dich zum Abendessen ein. Nach dem Aperitif fühlst du dich schläfrig und zu spät wird dir klar, dass deine Müdigkeit nicht alleine vom Alkohol kommen kann. Oh. Oh. Als du aufwachst, befindest du dich in einer Abstellkammer und die Tür ist verschlossen. Aber das ist ein anderer Ausbruch und soll ein anderes Mal gespielt werden. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Will Nicole noch einen Kommentar, Abschlusskommentar dazu geben? Ich sag Ade, Ade, bis zum Okay. nächsten Mal. Ihr habt's gehört. Ade, merci.